Und der Boxer soll angeblich der Vater sein. Und ihr wisst es ja, Leute, der Boxer, der rastet immer mal ein bisschen aus. Ja, deswegen leben die halt getrennt. Clashgames-shop.de. Oh mein Gott, was? Was? Digga, ich dreh durch. Ich dreh durch. Es gibt jetzt in Brawl Stars einen Creator-Code. Trage jetzt im Shop den Creator-Code ClashGames kostenlos ein und unterstütze mich bei deinem nächsten Kauf. Fette Grüße gehen raus an jeden, der meinen Code im Shop verwendet. Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ich habe heute mal wieder ein richtig, richtig geiles Thema für euch vorbereitet. Und zwar habe ich vor knapp 3 bis 4 Monaten mal einen Brawl Stars Stammbaum vorgestellt. Jetzt ist in der Zeit einige Zeit vergangen. Wir haben neue Brawler dazu bekommen. Es sind noch ein paar mehr Informationen irgendwie aufgekommen oder sowas. Auf jeden Fall habe ich heute in diesem Video wieder 2 neue Brawl Stars Stammbäume mit den neuen Brawler integriert und auch teilweise eine komplett andere Interpretation, wie die Brawler zusammengehören. Bevor wir aber dazu kommen, Freunde, ihr habt noch Zeit bis Mittwoch, mir per Instagram einen Beweis bzw. ein Video einzuschicken, wo ihr mit meinem Creator-Code eine Kleinigkeit hier im Shop holt. Tragt einfach den Creator-Code ClashGames ein und es reicht, wenn ihr euch zum Beispiel einfach 150 Gold oder Markenverdoppler oder 6 Tickets holt. Hauptsache, ihr holt euch eine Kleinigkeit mit meinem Code und dann nehmt ihr automatisch am 50 Euro iTunes oder Google Play Karten Gewinnspiel teil. Lasst dafür diesem Video einfach einen Daumen nach oben da, abonniert kostenlos meinen Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Und schreibt mir unter diesem Video in die Kommentare, dass ihr das Ganze gemacht habt und wie ihr auf Instagram heißt. Wenn ihr kein Instagram habt, pinne ich auch wieder eine E-Mail an die ihr den Beweis auch schicken könnt. Aber primär bitte das Ganze an meinen Instagram-Account @realclashgames. So, und ich würde sagen, Leute, wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Natürlich teilt dieses Video gerne mit euren Freunden, damit die auch Bescheid wissen, welche Brawler in Brawl Stars zusammengehören. Denn, viele von euch wissen es nicht, Brawl Stars früher in der Beta, beziehungsweise irgendwann letztes Jahr, bevor es, als es noch im Hochkant-Modus war, standen bei Brawl Stars unter den Brawlern immer noch so kleine Beschreibungen, zu welchem Brawler diese Brawler Verbindung haben. Zum Beispiel, dass Piper und Brooke Girlfriend und Boyfriend sind. Das sind so Informationen, die konnte man damals dort einfach den Brawler-Beschreibung entnehmen. Das Ganze wurde dann als Brawl Stars, glaube ich, ins Square-Format gegangen ist, wurde das entfernt, beziehungsweise wurde auch schon relativ früh, ja, auch schon damals entfernt. Ich weiß leider nicht warum, weil ich finde diese Information eigentlich immer ganz witzig und cool zu wissen. Trotzdem haben sich jetzt wieder ein paar Leute Gedanken gemacht. Teilweise sind diese Informationen von den Brawlern, beziehungsweise von den Brawler-Beschreibungen früher mit eingeflossen. Teilweise haben wir jetzt natürlich auch neue Brawler und diese Informationen mussten dann in den alten ursprünglichen Stammbaum auch noch mit einfließen. Zum Beispiel haben wir ja neu dazu bekommen 8-Bit, aber ich habe tatsächlich noch keinen Stammbaum, wo Sandy drin ist. Aber 8-Bit ist so der letzte Brawler, der jetzt hier in einem Stammbaum drin integriert ist. Und schreibt mir auch auf jeden Fall dann am Ende des Videos eure Meinung zu den 2 Stammbäumen. Ich habe nämlich 2 Stück rausgesucht, welchen ihr passender findet. Ich sage am Ende auch, welchen ich meiner Meinung nach ein bisschen besser finde. So, und ich würde einfach mal sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Stammbaum. Ich beschreibe den jetzt von links nach rechts und blende euch dann am Ende ein Foto dazu ein, dass ihr das Ganze auch so ein bisschen nachvollziehen könnt. So, also wir haben hier ganz links erstmal 3 Brawler, die so ein bisschen außen vor stehen, die scheinbar nicht irgendwie zugeordnet werden konnten. Und zwar Genie, Poco und Crow. Ich habe tatsächlich auch gerade aktuell nichts im Hinterkopf, wo man Poco zuordnen könnte. Klar, es gibt mehrere Mexikaner, beziehungsweise es gibt Brawler, die so ein bisschen den Poco-Touch auch haben. Genie, ja, kann man auch so sagen, dass man jetzt so nicht direkt die Verbindung findet. Crow ist auch ein mehr Tier als Mensch. Deswegen konnte derjenige die 3 scheinbar hier nicht gut einordnen. So, dann gibt es hier den nächsten Dreierstammbaum. Und zwar ist Bull angeblich der Vater von Bibi und die Frau von Bull ist momentan hier noch unbekannt. Ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Bull und Bibi, wir können ja mal ganz kurz schauen. Und Bibi, beziehungsweise die Kneipenschlägerin natürlich. So, wo haben wir die denn? So, da haben wir Bibi,
Und da haben wir Bull, okay. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo jetzt hier die Verbindung sein soll, dass Bull der Vater ist von Bibi. Hier wird jetzt als nächstes behauptet, dass der Döner Mike der Vater von Piper und Brooke ist. So, wir schauen uns jetzt mal ganz kurz eben den Döner Mike an. Da ist er, Döner Mike. Und da muss ich sagen, da kennt man auf jeden Fall eine Verbindung. Döner Mike hat diese Zähne, beziehungsweise diesen einen durchgehenden Zahn, der hier oben nur ist. Genau das gleiche findet man bei Piper wieder. Brooke kann man halt sagen, okay, das ist auch ein Scharfschütze, den kann man da auch so ein bisschen mit zuzählen. Barley wurde jetzt hier in dem Fall auch mit dazu sortiert, weil er halt einfach ein Werfer ist. Weiter geht's dann jetzt tatsächlich mit einem relativ großen Stammbaum. Ganz oben haben wir die Mutti, den Boxer und Bo, die so ein bisschen eine Verbindung haben. So, hier steht jetzt zwischen den Boxer und Pam, dass sie niemals verheiratet waren und separiert bzw. getrennt irgendwie leben. Keine Ahnung, was das hier für eine Behauptung ist. Auf jeden Fall steht dann hier unter Pam, dass Pam angeblich Daryl und Rico gebaut haben soll und dass Penny von Daryl adoptiert wurde und dass Penny Tick gebaut hat. Also, das ist ja mal komplett eine crazy Behauptung. Wir können jetzt mal ganz kurz gucken, ob wir da irgendwie eine Verbindung sehen. Also, Pam soll angeblich Daryl und Rico gebaut haben. So, da haben wir Pam. Dann haben wir hier Daryl und Rico haben wir hier. Also, Daryl und Rico, klar, die haben beide dieses eine Auge. Da kann man auf jeden Fall eine Verbindung sehen. Wieso jetzt Pam, Daryl und Rico gebaut haben soll, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also da bin ich noch ein bisschen verwirrt. Daryl hat angeblich Penny adoptiert. Adoptiert ist ja auch, kann man ja so sagen, wenn jemand einen Menschen, ein anderes Kind adoptiert, dann ist es ja so, dass da keine Gene übertragen wurden. Das heißt, da kann man schon sagen, okay, die müssen sich nicht ähnlich aussehen. Aber trotzdem weiß ich nicht, wo jetzt diese Information herkommt, dass Daryl Penny adoptiert hat. Ebenfalls wird hier behauptet, dass Penny Tick gebaut haben soll. So, wo haben wir denn Penny? Penny haben wir da, Tick haben wir da. Okay. Penny hat Geschütz, Tick, ja gut, Tick. Man kann sagen, Tick wirft ja diese kleinen Bomben und man kann sagen, bei Penny haben wir die Ulti, wo halt der Mörser auch ähnliche Kugeln schießt. So, da kann man vielleicht eine kleine Verbindung sehen. Okay, dann wird hier behauptet, dass Pam und der Boxer zwei Kinder haben. Und zwar Jesse und Colt. So, da muss ich aber auch sagen, Pam, okay, rote Haare. Jesse und Colt haben auch rote Haare. Da ist auf jeden Fall eine Verbindung. Und dann wird hier behauptet, der Boxer sei der Vater. Also, ich muss sagen, vom Gesicht her, von der Nase passt Pam tatsächlich ziemlich gut zu Jesse und auch Colt passt so gut in das Bild rein. Die haben alle drei, das kann man jetzt hier ganz schön sehen, die haben alle drei diese helle Haut und ja, alle drei rote Haare. Und der Boxer soll angeblich der Vater sein und ihr wisst es ja Leute, der Boxer, der rastet immer mal ein bisschen aus, ja, deswegen leben die halt getrennt. Colt und Shelly sind angeblich Girlfriend und Boyfriend. Ja, kann man auch gut miteinander verbinden. Ich meine, Colt und Shelly sehen jetzt ungefähr auch gleich alt aus, haben ja beide auch so eine ähnliche Nase, beide jetzt hier auch so im Gesicht. Sie hat jetzt hier ein Pflaster, Colt hat da so ein kleines X, so eine kleine Schramme. Die passen auf jeden Fall auch ein bisschen zusammen. Und dann wird hier behauptet, dass Jesse 8-Bit gebaut haben soll. Da würde ich sagen, das kann man auch, also da kann man auf jeden Fall eine Verbindung sehen. So, 8-Bit ist ein Automat, ihr wisst es ja, der scheiß Automat. Ja, und Jesse ist halt einfach so eine verrückte Schrauberin. Da kann man auf jeden Fall die Verbindung sehen, dass Jesse 8-Bit gebaut haben soll. Ebenfalls wird jetzt auch noch Spike zugeordnet. Ich weiß aber tatsächlich nicht, was hier eine Verbindung zu Spike ist. Muss ich sagen, erkenne ich jetzt gerade aktuell nicht. Klärt mich gerne auf, falls ihr da eine Verbindung kennt. So, dann haben wir hier noch eine Verbindung vom Boxer und zwar zu Leon. Wir können mal ganz kurz schauen, ob wir beim Boxer und bei Leon eine Verbindung sehen. Also hier haben wir den Boxer, da haben wir Leon. Also klar, dieses Lächeln bzw. diese Zähne kann man sagen, okay, da ist wieder so eine kleine Verbindung, aber da finde ich das auch schon wieder ein bisschen sehr weit hergeholt. Man kann aber auch so argumentieren, dass der Boxer eine Maske hat und dass Leon sein Gesicht auch verdeckt hat. Und hier ist auch noch eine kleine Verbindung. Und zwar hat Bo
angeblich Nita adoptiert. Wir können mal schauen, ob wir bei Bo... Klar, wieder adoptieren ist wieder so eine Sache. Aber gut, die haben beide diese Augenmaske. Da kann man sagen, okay, die haben beide auch dieses Kostüm. In dem Fall hat Bo dieses Adlerkostüm, beziehungsweise diese Adlerkopfbedeckung. Und der Nita hat diese Bärkopfbedeckung. Deswegen man da sagen kann, okay, die müssen nicht so ähnlich aussehen. Aber wenn Bo Nita im jungen Alter adoptiert hat und dann aufgezogen hat, dann kann man schon sagen, okay, da ist dann dieses ein bisschen auf Nita übergeflossen, und zwar, dass sie auch eine Maske auf hat und auch so ein Kostüm anhat. Das ergibt auf jeden Fall schon ein bisschen einen Sinn. So, als nächstes haben wir dann jetzt hier die Boxerin und Shelly. Und Shelly und Colt sind angeblich Girlfriend und Boyfriend. Okay, das ist schon bekannt. Das ist aber eine Sache, die ich ein bisschen komisch finde. Hier wird jetzt behauptet, dass die Boxerin keinen Mann hat. Aber da finde ich tatsächlich, dass die Boxerin und der Boxer ja viel besser zusammenpassen als der Boxer und Pam. Man hätte vielleicht noch hier eine Verbindung ziehen können, dass vielleicht der Boxer und die Boxerin eine Beziehung nach der Trennung von der Mutti und dem Boxer hatten. Weil ich meine, was ergibt mehr Sinn? Boxer und Boxerin oder Boxer und Pam? Muss ich sagen, Boxer und Boxerin ergibt dann doch schon ein bisschen mehr Sinn. So, dann haben wir hier noch einen letzten Teil. Und zwar sind hier zwei fehlende Elternteile. Und dann wird hier so eine Verbindung zwischen Frank und Mortis hergestellt. Okay, da muss ich jetzt auch nochmal schauen. Okay, hier haben wir Frank und Mortis. Ja, da sieht man auch auf jeden Fall eine Verbindung. Die haben beide so eine ähnliche Hautfarbe auch wieder. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal hier guckt, okay, Mortis... Ja gut, da kann man schon Ähnlichkeit sehen. Die haben beide so ähnliche Augen, beide so diese schwarzen Augenringe. Und dann wird hier noch gesagt, dass Mortis und Tara verheiratet sind. Okay, ja gut, die sind halt beide mythische Brawler, haben beide so ein bisschen diese dunkle Macht. Also da kann man auch schon eine kleine Verbindung sehen. Und Karl wird hier auch nochmal unten aufgelistet, der ist halt so ein kleines bisschen außen vor. Okay, Freunde, das war's denn jetzt hier mit dem ersten Stammbaum. Da muss ich sagen, der ist teilweise ein bisschen verwirrend gewesen. Ich finde da jetzt nicht so die krasse Verbindung. Kann man jetzt so sehen, wie man will. Aber ich habe jetzt hier auf jeden Fall nochmal einen cooleren Stammbaum, wo man auf jeden Fall ein bisschen mehr erkennt, weil da auch Bilder direkt eingeblendet sind. Den stelle ich euch jetzt vor. So, also als erstes haben wir jetzt hier verschiedene Menschengruppen, beziehungsweise verschiedene Brawlergruppen. Wir haben hier die Tiere, die Pflanzen, die Mexikaner, die Toten, die Magischen, die Junker-Familie und dann auch noch die Roboter. Ich würde sagen, wir fangen jetzt bei den Tieren an. Und zwar sehen wir hier oben, dass Crow und Bo Freunde sind. Ergibt auf jeden Fall einen Sinn, ja, es sind beides in dem Fall Vögel, ja, kann man sagen, okay, sind gute Freunde. Dann wird hier behauptet, dass Bull und der Bo Geschwister sind und Bull und Crow sind Freunde. Da habe ich jetzt, wie gesagt, leider keine Informationen, also ich hätte jetzt euch gerne hier irgendwie noch was einblenden wollen, wo man irgendwie sieht, okay, das ist damals die Beschreibung gewesen, da kann man entnehmen, dass das Geschwister sind, aber ich würde sagen, in dem Fall analysiere ich das Ganze nicht, sondern ich stelle euch das einfach vor und gebe danach meine Meinung mal kurz ab. So, dann wird hier gesagt, dass Bo und die Boxerin verheiratet sind, dass die beiden zwei Kinder haben, und zwar einmal Nita und Leon. Dann ist ja eine Verbindung von Bibi zu Bull, und zwar ist Bibi die Tochter von Bull und Bibi ist befreundet mit Piper. Und Leon ist befreundet mit Brooke. Und Piper und Brooke sind Girlfriend und Boyfriend. Boxerin hat tatsächlich den lieben Spike im Dschungel gefunden. Das sind ja beides Pflanzen. Boxerin und der Boxer sind Geschwister. Dann wird hier gesagt, dass der Boxer und Shelly Cousin und Cousine sind, weil das L-Wort bedeutet Cousin auf Spanisch. Dann wurde hier noch der kleine Mexikaner. Oh, Moment, jetzt sieht man ihn hier gar nicht mehr im Hintergrund, weil ich jetzt meinen Greenscreen hochgezogen habe. Aber der kleine Mexikaner wird hier auch noch mit zugeordnet zu dem Boxer und Shelly. Dann wird hier behauptet, dass Mortis Poco wiederbelebt haben soll. Genauso wie Mortis den Frank wiederbelebt haben soll. Und die drei, Frank, Poco
und Mortis gehört zu der Gruppe der Toten, aber Poco gehört auch zu der Gruppe der Mexikaner. Mortis gehört ebenfalls zu der Gruppe der Magicians, also der Hexer bzw. der Magier. Und ebenfalls gehört in diese Gruppe der Magier Genie, Tara und Sandy, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sandy ist jetzt hier nicht aufgelistet, aber ihr kennt ja die Araber-Kombo Genie, Tara und Sandy. Dann ist oben rechts die Junker-Familie. Hier hat man auf jeden Fall ein bisschen eine bessere Verbindung. Und zwar ist hier in dem Fall der Döner-Mike der Vater bzw. der Opa. Er ist der Vater von Pam, von der Mutti. Und die Mutti hat drei Kinder. Und zwar Penny, Jesse und Colt. Und der Döner-Mike ist halt der Opa von den dreien. Penny hat angeblich Tick und Daryl gebaut. Und Jesse und Colt haben zusammen Ryko designt. Und zwar hat Jesse Ryko gebaut und er wurde designt von Colt. Kann man auf jeden Fall auch eine Verbindung sehen. Ebenfalls wird hier gesagt, dass Jesse auch noch Barley gebaut hat. Und dass Barley und Karl befreundet sind. Und dann schreibt hier der Kollege, der das Ganze auf Reddit gepostet hat. Ich habe ebenfalls bemerkt, dass Tick, Karl und der Boxer ähnliche Zähne haben. Also es könnte sein, dass die ebenfalls miteinander verbunden sind. Das habe ich ja auch gerade eben schon gesagt. So, also ich muss sagen, dass dieser Stammbaum auf jeden Fall ein bisschen übersichtlicher ist und ein kleines bisschen mehr Sinn ergibt als der andere. Schreibt mir trotzdem mal in die Kommentare, was ihr meint. Also ich muss sagen, vor allem die rechte Seite ergibt für mich ziemlich viel Sinn. Auch der Rest ist eigentlich, wenn man so ein bisschen genauer drüber nachdenkt und sich die Brawler anguckt, relativ sinnig. Ich würde sagen, schreibt mir trotzdem eure Meinung in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden und sagt denen, ey, schau mal, das ist hier die Verbindung in Brawl Stars, die und die Brawler gehört zusammen. Und dann würde ich sagen, Leute, war es jetzt hier mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, lasst einen Daumen nach oben da, wir sehen uns im nächsten Brawl Stars Video. Euer Clash Games und ciao.